Warum habe ich in der Schule nicht aufgepasst? Oh! Ich will nicht mehr. Oh! Mayday, Mayday, wir gehen unter! Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ein Survival-Selbstversuch. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, sofort anschauen. 24 Stunden gefangen in diesem kleinen Teil hier. Was für Ausrüstung da drin ist, was hier alles verbaut ist, das seht ihr in Teil 1. Zündending, Alter. Alter! Ich dreh durch! Das Ding ist geil, Alter! Ah! Wie soll ich da drin finden, ey? Da ist ein komplettes Überlebenskit drin! Wir müssen vom Boot! Jetzt geht's darum, mit Fritz zusammen da draußen auf hoher See zu Wasser zu gehen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Teil 1 war die Theorie und jetzt drückt der K-Stift im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss es auch mal aussprechen. Ich hab Angst. Wir lassen das Ding jetzt zu Wasser und versuchen da einen Tag, eine Nacht auf dieser hohen See klar, auf der hohen See in dem Meer klar zu kommen. Ich bin schon mehr bei der Sinn. Das ist kein Badeteil. Das ist das Meer. Das ist ein Meer. Richtig. So. Wir werden das Ding auch hoch immer am Ufer quasi festmachen und sichern. Dann paddeln wir beide raus. Der Kameramann bleibt hier. Also so ist die Theorie. Ja, wir nehmen uns noch zwei Anker mit, die schmeißen wir ins Wasser, dass das Ding quasi nicht wieder an Land getrieben wird, weil wir wollen ja wissen, wie es auf hoher See ist. Ja, wir wollen ja, ne? Wir wollen ja nicht wieder an Land, wir wollen ja ausharren. Ganz genau. Los geht's. In dem Teil 1 habt ihr gesehen, dass ein Paddel schon kaputt geliefert wurde. Kann natürlich alles passieren. Wir befinden uns im Szenario, deshalb bin ich gerade mal so frei und benutze ein bisschen Gaffertape und referiere. Ich repariere das. So. Viel hilft viel. Richtig. Ja? Das muss so schwer sein, dass dir das Wasser aus der Hand fällt. Guck mal kurz die andere Seite, wie das aussieht. Ja. Nice. Rucksack. Check. Ich gehe auf die andere Seite. Das ist meine Seite. Ich bin da beim Schlauch. Aber was war den Anker vorbereiten? Du hast doch so ein paar Ahnungen von die Sachen. Von die Knoten machen. Guck mal, der hat nämlich noch nichts dran. Ja, Knoten kann ich hier machen. Das ist kein Ding. Du hast zwei Anker. Na klar. Weil? Na, pass mal auf. Das Ding ist, wenn das richtig ruppt draußen auf hoher See, dann kann es schon mal passieren, dass ein Anker sich löst. Wie viel Ankerleine brauchen wir denn? Es sieht nicht tief aus. Da siehst du noch den Stein. 3 Meter. Zieh mal vorsichtig ein bisschen. Ja. So. Vorsicht. Ein scharfes Teil. Wäre auch so ein geiles Teil. Da haben wir einfach bei knifeandtools.de mal vorbeischauen. Ich habe verlinkt in der Beschreibung. Geiles Teil. Kommt doch schau auf, ich eine Supermächte. Ich mache auch eine Hotshot dazu. Kannst du in die Hosentasche packen. Top. Durchschneiden. Nochmal? Ja, klar. Say what? I said hey. Das ist eine gelegte bzw. gesteckte 8. Ja. Hürz, dir ist klar, dass unser Leben davon abhängt. Ja, wir haben noch Paddelzündung. Ich hab Angst, dass das Ding reißt und wieder auf das offene Meer treibt. Ihr seht, wir haben alle dicke Klamotten an. Das ist hier kein Spaß. Ich fresse erstmal 24 von diesen Seenottabletten. Sind die abgelaufen oder gehen die noch? Also wenn ich mir die Taschenlampe angucke, frisst die Tabletten nicht mehr, ey. Nee, die sind wahrscheinlich abgelaufen. Dann ist der Tag. Renn jetzt! Renn los! Der Tag X gekommen. Was war das jetzt? Ja, pass auf, erstmal mal die GoPro an. Das ist das Wichtigste. Jetzt hab ich wieder keinen Bock mehr. So, wir müssen das Ding jetzt irgendwie ins Wasser kriegen. Dann einsteigen und dann rauspaddeln. Ich hab keinen Platz mehr. Schuhe aus und. Ja. Oh! Gott! Warum habe ich in der Schule nicht aufgepasst? Oh! Mich ist das kalt! Ah! Oh, wir sind scharf. Kalt! Oh! Es wird eine Katastrophe! Renn jetzt! Und hin! Du, wir sind bereits im Wasser. Ist dir das mal aufgefallen? Jetzt geh rein. Los, geh. Warte auf mich! Ich bin schon klitschnass, ich schaffe hier! Die GoPro läuft doch, oder nicht? Ja, die GoPro läuft. Ja, dann lass sie erst mal wegpacken. Du musst echt auf den Horizont gucken, sonst kotzt du, Alter. Abbruch! Okay, Paddel!
Tag 1 nach Notwasserung. Vor mir der Horizont von nichts als Wasser. Die Wellen schlagen gegen die Rettungsinsel. Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Wie unsere Chancen stehen? Jedenfalls nicht gut. Eintragungsende, Tag 1, 15. Minute. Ja, und wie man sieht, ist Marlin auf jeden Fall klitschnass. Ja. Ich bin hier unten rum, klitschnass. Ich sitze in der Pfütze. Können wir mal die Schwämme benutzen, die wir haben? Das Ding ist, meine Hose ist komplett nass. Es ist halt auch ein ganz anderes Arbeiten, wenn du plötzlich das ist komplett. Ich sitze in der Pfütze. Das ist komplett die Pfütze hier unten. Und, können wir das nicht einfach zumachen? Dann sind wir doch safe, oder? Ey, vielleicht auch die Rucksäcke hängen gleich hier in der Pfütze drin. Wieso gleich? Die sitzen in der Pfütze. Guck doch mal, das ist alles nass. Wir brauchen die Schwämme. Nimm mal hier die Schwarte. Du stehst auf meinem Bein. Boah, das geht alles in meinen Arsch rein. Das fließt alles an meinen Arsch. Ich weiß es. Nein, da kommt wieder der nächste Schwab, Alter. Wenn ich aufpasse. Nein, du kannst es nicht zumachen. Lass das auf. Da muss ich kotzen. Mach das Ding auf. Wenn ich keinen Horizont sehe. Was ist das für ein Horizont? Willst du fünf sterben? Ah, das zieht schon mein Bein. Oh. Alter, ich muss rausgucken. Ich muss, das wird mir schlecht, wenn ich auf den Boden gucke. Boah, echt so schlimm. Mann, wo ist dieser dass es hier auch keine, mal ein Regal gibt oder so. Mal ein paar Utensilien irgendwie. Ich hab nicht gehütet. Kann ich das hier abschneiden? Brauchen wir das? Brauchen wir. Warte, ich hab gleich den Schwamm. Ist doch so. Ich hab den Schwamm. Wir müssen das hier. Schau mal, die Scheiße. Alter, bist du. Alter, merkst du, wie das hier wackelt? Das kann sich keiner angucken, Alter. Das ist, ich geh am Stock, Alter. Guck mal, ich da mal diese Pfütze, Alter. Okay, du wirst jetzt was tun. Warte, ich filme und du machst jetzt den Scheiß da raus, Alter. Das gefällt mir nicht. Klar, da klarst du gleich. Oh, hier ist alles nass, Alter. Oh, Alter. Nee, geil. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. Wir sind der Spielball der Gezeiten. Oh, mal ein bisschen Himmel sehen hier. Jetzt nicht eigentlich. Oh, cool. Ich würde es nicht machen. Nicht? Ich würde es nicht machen. Also ich habe gemerkt, wenn du dann auf einmal wieder einen Horizont hast, fängst du an zu... Wird dir schlecht. Ich probier mal. Nee, ist geil. So, Leute, mal eine kleine Außenaufnahme von unserer kleinen Mini-Boje hier. Nee, ist geil. Kann man sich gut geben. Ja, heute Nacht wird das noch ein bisschen spannender. Das Blinklicht hinter uns an. Die Sonne ist weg. Aber das sind noch ein paar Stündchen. So, und hier kannst du dann raufreiern, musst aber aufpassen, dass du nicht in die Regenwasserrinne reierst. Was soll das? Was soll warum das? Ist hier unten alles nass? Ja, diese Alufolie unten kannst du komplett vergessen. Ich kann es einfach rausnehmen. Es ist arschkalt von unten. Ja, nee, ich setze mich wieder auf meinen Rucksack drauf. Es ist einfach ganz große Scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Geil. Aber können wir mit diesen Kabeln hier nicht einfach auch mal was machen? Ja, vielleicht können wir uns damit umbringen. Einfach strangulieren. Boah, wenn ich muss, hau ich das Ding hier in die Insel rein. Wir nicht wieder nach Hause. Ich will nicht mehr. Warum hast du keine Hose an? Oh! Mayday, Mayday, wir gehen unter, wir gehen unter! Meine Hände sind nass, meine Knie ist nass. Mann, komm mal! Mann, zum muss man seine Hose auch nicht komplett ausziehen. Und die Schuhe auch nicht. Ich muss mal kurz das dann. Oh, ist das Scheiße, ey. Das ist einfach nur Scheiße. Ich mach doch das Ding nach außen, dann sehen die Leute nichts. Oh.
Hier ist alles nass. Mein Gott, was ist los? Hat's mich gefangen. Mein Gott. Warte, warte. Oh. Oha. Mayday, Mayday. Wir haben ein Problem, Mann. Ich krieg's in der Hose. Was hast du getan? Ich bin hier drinnen. Mein Schienbein. Ich bin immer noch drin. Ich rufe jetzt meine Mutti an, die soll mich abholen. Ich will das hier nicht mehr. Ich hab das auch nicht nötig. Alpha Bravo Charlie 4 an Küstenwache. Bitte um Unterstützung. Zwei Dullis auf offenem Meer treiben im Selbstversuch mit Rettungsinsel direkt auf den Abgrund zu. 100 Meter vor uns riesiger Tanker. Hupt schon. Ich höre. Kann da ran dein Handy laut zu machen, dass wir dich anrufen können, falls wir rein müssen. Ja, ich muss es bloß näher aus dem Auto holen. Ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wenn nicht, wenn du dieses Geräusch hier hörst, dann wollen wir wieder nach Hause. Alles klar, weiß ich Bescheid. Nicht zur Gesunderhaltung. Ich baue mein Bett auf. Die Sonne ist untergegangen. Mein Knie ist kalt. Ach, hast du Licht nehmen? Nee. Ist gleich hier noch los. Ich habe noch nie auf so einem engen Raum irgendein Lager aufgebaut, ey. Ich glaube, die Leute haben wieder keine Ahnung, wie aufwendig das überhaupt ist, sich drin aufzuhalten. Dazu ist das Ding nicht nur klein, es wackelt einfach wie die Hölle. Genau, und es schaukelt die ganze Zeit. Es schaukelt, es ist von unten einfach arschkalt. Ich werd, wenn du fertig bist, auf jeden Fall nochmal kurz, also so ein bisschen Stabilität halten, dass ich pickeln kann. Ja. Hallo! Hallo, kann ich jemand hören? I don't know what it is. Oh, mein Ding platzt, ne? Ey, dann platze ich aber auch gleich. Oh. Mayday, Mayday! Wir senken schon wieder! Oh, jetzt wird das mal gepinkelt, ey. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber du machst auf jeden Fall. Ah, oh, fett schön. Ich weiß, was ich mir so überlege, wenn die Kacke am Sinken ist und wir im Schlafsack liegen. Ja, verrückt. Dann retten wir jämmerlich. Ah, mein Schultergelenk. Machen wir Arsch noch ein bisschen? Ey, wir lassen die vorne offen, machen Fuß raus. Klar, und wenn die Wellen kommen, dann sind die drin einfach ein Swimmingpool. Wenn du die für den Fuß vorne rausstreckst, ist echt nicht schlecht. Könnte wahrscheinlich ein bisschen kalt werden. Ja. Du hast einen Patch am Arsch kleben. Ink! Wie kommt mein Patch am Arsch? Oh, das ist von meinem Rucksack abgegangen. Oh, das hält auch. Ich krieg das nicht hin, Alter. Ich piss auf die Insel. Ja, ne, ich hab ich auch. Achso. Kannst du mir? Nee. Kannst du mir nicht helfen? Was soll ich denn dir jetzt helfen? Da weißt du nicht, sowas wie. Nee, geht schon. Ich piss aber voll auf die Insel. Ja, ist normal. Okay. Standard. Kannst du bitte sinken oder so? Ja. Ich kann nicht pinkeln! Ja, du musst dir einfach, wie ich es bei sowas, du musst dir Zeit lassen. Du musst dich sehr entspannen. Oh, okay. Läuft schon? Ja, ja. Oh, ne, das ging ja schnell. Na ja, du hast was gesagt. Oh. Schön auf die Insel gepinkelt. Wenn das Video hier wirklich 1 Million Aufrufe erzielt, dann wollten wir ja zu viert hier in diese Rettungsinsel. Das stelle ich mir jetzt schon wieder ein bisschen anders vor. Mir wird gerade nur... Oh, nicht auf meinen Bauch, nicht auf meinen Bauch. Mir wird gerade kalt. Ich habe so leichten Zeit so. Also, ich habe das Gefühl, dass die schon hier so am... hier oben schon hängt. Ich würde mich nicht mal wehren, glaube ich. Ich würde nur hoffen, dass es schnell geht. Ja, mit dem Löffel.
Alter, ihr macht euch keine Begriffe, was das hier für eine Aktion ist. Ich krieg immer irgendwann irgendwelche Sprachnachrichten. Fritz, ich hab eine Idee. Da weiß ich schon, die Kacke ist am Dampfen. Und ein paar Monate später hänge ich irgendwo auf dem Meer auf einer scheiß Rettungsinsel mit diesem Vollidioten da drüben. Das ist nämlich real, Alter. So läuft es nämlich ab. Du musst deine Energie sparen. Du kannst nicht schnell pusten, sonst wird es schwindelig. Martin? Morgen kannst du einen Chiropraktiker anrufen oder einen Notarzt, der mich dann wieder quasi aus dieser Position befreien. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Die ganze Zeit war gut, ich krieg grad übelst Probleme mit den Augen. Logbuch-Eintrag Nummer 4. Krähen, Augen, Falten, Gesicht des Todes. Ich fühle mich, als wäre ich 50 Jahre alt. Hier wird langsam schlecht. Ich habe auch das Gefühl, es macht sich besser, wenn ich die Augen zumache. Ja, durchs Schaukeln ist besser. Weil du keinen Horizont hast. Ja. Es macht einfach die ganze Zeit nur so. Because of the horizon. Dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Teil der Nacht und melden uns hoffentlich erst morgen früh wieder, wenn quasi die Sonne aufgeht. Ich möchte mich in aller Öffentlichkeit dafür entschuldigen. Oh, mal strecken. Dass ich Fritz dazu überredet habe, mir in einer Rettungsinsel zu überleben. Ich werde jetzt final unseren Funkspruch absetzen. Achtung, Achtung, hier spricht Rettungsinsel 1. Land, bitte kommen. Land, Kanon. Wir würden dann gerne wieder nach Hause. Ja, Rettung bitte durchführen. Wir machen uns auf den Weg. Wir leiten Sie noch kurz durch. Verstanden. Safe gerettet, wir müssen jetzt hier von dieser verf***ten... Mutti! Oh. Ich bin nach Hause! Ich will hier raus! Ey. Ja. Ey, ich bin hier raus, Junge! Hau rein! Hau rein, war schön mit dir! Möchtest du abschließend etwas sagen? Also ich sage für mich, ich brauch's nicht so oft. Also da drin zu kauern und zu liegen und zu schlafen, ist nicht so geil. Vielen Dank auch an Runtime für das Sponsoring. Wer auch Bock auf das Zeug hat, einfach in die Beschreibung reingucken. Ich hab verlinkt, mich aber ganz recht herzlich, muss ich einmal ganz kurz sagen, bei Chris bedanken. Die Hände sind so eingefroren, ja. Weil das Krasse ist, wir waren die ganze Nacht in der Rettungsinsel, die ganze Nacht da drinne, und Chris hat hier draußen quasi Wache geschoben, da in seinem kleinen Zelt. Ich hätte gedacht, ja? Dass wenn ich vorne die Tür aufmache im Zelt, dass ihr weg seid. Weil es hat zwischendurch nachts. Es war richtig. Es war richtig windig. Ja. Ja. Die Wellen waren lauter als davor. Keine Ahnung, ich dachte, ihr seid weg. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass es 4 Meter hohe Wellen war, weil du hast so einen langen Peak gehabt und dann ging es wieder runter. Das war echt krass. Wie gesagt, wir waren gesichert, wir waren hier vorne an dem Stein festgemacht. Also bitte Leute, kommt nicht auf die Idee und macht sowas nach. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, sobald wir miteinander spielen. Macht gut, bis zum nächsten Mal und zusammen sagen wir alle drei. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht, und am Ende überlebt er nur knapp. Fakt ist, dass er langsam durchdreht, er lässt sich sogar schon lebendig begraben.